wollen wir uns mal diesen Kollegen hier angucken. Und zwar ist das ein sehr schöner Strahleneffekt. Und zwar der Involight NL450. Ihr habt es ja eben schon im Intro gesehen, was der alles so für schöne Strahlen rausschießen kann. Und zwar haben wir hier vorne 5 Linsen. Dahinter befindet sich im Gerät eine rote, eine grüne und eine blaue LED, also eine 3-Color-LED, jeweils 3 Watt, also insgesamt 9 Watt LED-Power. Man kann ihn über DMX ansteuern, er hat 4 Kanäle, man kann natürlich auch Sound to Light sowie eingebaute Programme über das Display abrufen. Und ja, wir werden uns in diesem Videotest natürlich auch gleich als nächstes erstmal das ganze Gerät im Detail angucken und die Rückseite, die Anschlüsse, das Display angucken und als nächstes danach dann auch noch natürlich den DMX-Modus und was für Effekte er alles zaubern kann und was man halt über DMX alles einstellen kann. Ja, das ist die Vorderseite des Geräts. Da haben wir natürlich, wie eben schon gesagt, die 6 Linsen. Eben habe ich mich übrigens versprochen. Ja, eben habe ich 5 gesagt, es sind nämlich 6. Weiter haben wir auf der Vorderseite nichts mehr, Ober- und Unterseite, zweite auch nichts, nur an den beiden Seiten haben wir noch halt die Feststellschrauben für den Haltebügel. Das silberne ist übrigens noch eine kleine Eigenkonstruktion, das ist noch ein zweiter Bügel, den ich dran montiert habe, damit ich den Involight NL450 auch auf dem Fußboden sozusagen als Floor-Effekt hinstellen kann. Dasselbe haben wir natürlich noch auf der Seite. Und dann kommen wir zum interessantesten Teil der Detailansicht, nämlich der Rückseite. Und zwar haben wir einmal hier oben eine Safety-Öse für ein Sicherungsseil, um das ganze Gerät natürlich auch dementsprechend am Stativ oder an der Truss zu sichern. Daneben haben wir das vierstellige LCD-Display mit den 4 Buttons, wo wir natürlich dann halt die DMX-Startadresse einstellen können, sowie die eingebauten Programme abrufen können. Die Geschwindigkeit kann man davon ändern, man kann dann noch ein Strobe hinzufügen und natürlich auch Sound Light kann man darüber einstellen, das zeige ich aber gleich nochmal genauer. Hier haben wir dann halt das Display und den Empfindlichkeitsregler für das Mikrofon. Da unten haben wir dann DMX-In, DMX-Output, wo man natürlich dann das Gerät an DMX anschließen kann. Und ganz unten haben wir hier noch eine kleine Erdungsschraube und natürlich auch noch den Power-Eingang mit darüber liegender Sicherung in Kaltgeräteform. Ja, wie eben schon angesprochen, wollen wir jetzt als nächstes mal uns das Display etwas genauer angucken. Was ihr jetzt gerade seht, D61 ist die DMX-Startadresse, auf die der Involight NL450 eingestellt ist. Die kann man dann einfach mit Down und ab ändern und dann mit Enter bestätigen. Wenn man dann einmal auf Mode drückt, kommt man zum Automodus. Wenn man hier Down oder Up drückt, kann man halt die Geschwindigkeit ändern. Das geht auch relativ langsam bis zu einem Wert von 100. Also in etwa so. Dann kann man das Ganze natürlich auch noch schneller ablaufen lassen. Es geht natürlich dann bis zu einem Wert von 1, wobei das bei dem niedrigsten Wert dann schon eher wie ein Stroboskop wirken tut. Deswegen habe ich ihn meistens immer so auf 40 eingestellt, wenn ich ihn im Automodus laufen lasse und nicht gerade über DMX steuere. Das Ganze natürlich dann wieder mit Enter bestätigen. Wenn man dann noch einmal auf Mode drückt, kommt man zum Soundmodus. Ich höre es mal kurz auf zu reden, dann seht ihr nämlich, dass er, wenn keine Musik läuft, sich nicht mehr bewegt und keine Farbe wechselt, sondern so stehen bleibt. Ja, also, das sieht man. Und, wenn halt Musik läuft, wechselt er halt die Richtung und halt auch die Farben. Ja. Gut, wir wollen ihn dann aber gleich DMX-Modus uns genauer angucken. Deswegen stelle ich ihn jetzt schon mal auf DMX ein und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Ja, wie gesagt, wir wollen uns jetzt mal als nächstes den DMX-Modus des Involight NL450 angucken. Insgesamt hat er ja 4 Kanäle, man kann weiter daran an der Anzahl der DMX-Kanäle auch nichts ändern. Das heißt, er hat
weiter keine verschiedenen DMX-Kanal-Modis. Man kann die halt nur mit vier Kanälen steuern. Ist, denke ich mal, aber auch völlig ausreichend und für einen DJ, der auch nicht viel mit DMX am Hut hat und sich damit auch nicht großartig befassen will, sind vier Kanäle, denke ich mal, mit einem kleinen DMX-Controller auch noch problemlos schaffbar. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Nebel in den Raum gemacht und halt auch nochmal einen zweiten dazu geholt, damit ihr einmal die Projektion seht und einmal dann natürlich auch die Strahlen im Nebel. Auf dem ersten Kanal haben wir ganz unten natürlich erst einmal aus, das heißt, das Gerät macht gar nichts. Anschließend haben wir einmal die roten LEDs, dann die grünen, die blauen, dann zusammen die grünen und die blauen, das soll halt Cyan eigentlich sein. Dann einmal die roten, die blauen, das soll halt so Magenta, Violett sein. Und dann die roten und die grünen, sprich Gelb. Und weiß soll das eigentlich sein, also alle LEDs, die roten und die grünen und die blauen sind an. Was hier halt der Nachteil ist, ist, dass halt nicht die LEDs zusammenliegen, also die haben einen kleinen gewissen Abstand. Das sieht man halt auch in der Projektion dann, dass halt da zwischen den einzelnen Farbpunkten hin und wieder schon mal etwas Abstand ist. Ja, dann weiter auf dem Kanal haben wir dann noch verschiedene Farbmakros. Einmal dieses hier, da wechselt er immer abwechselnd die drei Grundfarben. Dann noch dieses hier, da wechselt er dann halt immer abwechselnd die drei Mischfarben. Bei den ersten beiden kann man übrigens auch noch die Geschwindigkeit mit dem zweiten Kanal ändern. Das ist ein Speed-Regler dann. Das sieht dann so aus. Das wäre dann halt die Maximalgeschwindigkeit und das halt Minimalgeschwindigkeit. Das dritte und vierte Makro, das ist eins mit Rotation. Hier kann man keine Geschwindigkeit mehr ändern. Die Rotation hier ist jetzt relativ schnell. Hier werden alle Farben durchgewechselt, also die Kombination von den Farben und die einzelnen Farben, die Grundfarben, sowie bei dem letzten Farbmakro, da werden halt auch alle Farbkombinationen und alle Grundfarben abwechselnd angezeigt. Hier ist die Rotation aber dafür halt etwas langsamer. Und ganz oben auf dem Kanal haben wir noch den Sound-to-Light-Modus, das heißt, wenn Musik läuft oder zum Beispiel wie ich jetzt klatsche und rede, wechselt er die Farbe. Wenn keine Musik läuft, rotiert er trotzdem weiter, wechselt aber nicht weiterhin die Farbe. Ich wähle jetzt einfach mal hier blau aus, um euch auf dem dritten Kanal das Stroboskop zu zeigen. Ganz unten ist es natürlich offen, anschließend fängt schon das Stroboskop an. Ist eigentlich auch ein relativ schnelles Stroboskop, ich glaube 16 oder 18 Blitze pro Sekunde sind das dann. Das hier, ich weiß es nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall schon relativ schnell, auch denke ich mal auf jeden Fall ausreichend, um schöne Effekte damit zu erzielen. Und ganz oben haben wir dann so ein soundaktiviertes Stroboskop. Das ist eigentlich auch ein sehr schöner Effekt, das könnte man theoretisch so den ganzen Abend so laufen lassen und immer beim Beat flasht dann das Gerät in verschiedenen Farben auf. Man hat hierbei dann keine Rotation, kann die aber halt noch nachträglich einstellen, wenn man das natürlich will. Komme ich aber gleich nochmal genauer drauf zu. Und zwar haben wir die Rotation auf dem letzten, auf dem vierten Kanal, ganz unten natürlich erstmal aus. Dann beginnt die Rotation relativ langsam mit steigender Geschwindigkeit bis in die eine Richtung. Mit dieser Geschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit, dann kommt ab einem Wert von 128 in etwa wieder eine kleine Pause, da rotiert er wieder nicht. Und dann ab 130 in etwa, 129, beginnt er dann halt wieder mit langsam in die entgegengesetzte Richtung zu rotieren. Ganz oben haben wir dann wieder die Maximalgeschwindigkeit auch in diese Richtung. Also wenn man jetzt auch diese beiden Effekte miteinander kombiniert, sieht das natürlich auch, denke ich mal, schön aus. Ja, das wäre eigentlich auch schon der gesamte DMX-Modus des Impolite in 1450 im Anschluss. Kommt dann noch von mir ein kleines Fazit und so ein kleiner Tipp. Ja, kann man ruhig kleinen Tipp nennen. Und dann wäre das eigentlich auch schon der Videotest. Übrigens noch so als kleiner Tipp, bevor das Fazit folgt.
Von Ariba Cases gibt es ein perfekt passendes Case für den Infoleiten L450, und zwar ist das Ariba Case AC130. Davon habe ich jetzt mittlerweile schon 6 Stück, glaube ich. Da habe ich auch meinen LED-Pass, jeweils 2 immer drin. Und auch Rigging-Material, Zubehör, Baseplates, all sowas. Da passen halt die Infoleiten L450s perfekt rein, wie man sieht. Ja, wie immer zum Schluss des Videos noch ein Fazit zum Gerät. Und zwar ähnelt der Infolight L450 ja sehr dem American DJ Tri-Phase, welcher jetzt ja mittlerweile leider nicht mehr verkauft wird. Ist aber auch ähnlich wie von Lightmax der Tri-Star. Sind ja alles theoretisch dieselben Effekte gleich aufgebaut und man erzielt damit das gleiche Ergebnis. Hier produzieren halt alle den gleichen Effekt. Wobei ich habe mich mit Absicht vorrangig für den Infolight L450 entschieden. Einmal aus dem Grund, da er ein robusteres Gehäuse hat, also es ist komplett aus Metall. Und der andere Grund war der Preis. Er war mit damals 109 Euro günstiger als der von Lightmax und ja, mittlerweile ist er sogar, glaube ich, noch günstiger geworden, wenn ich mich nicht irre, kostet er mittlerweile sogar nur noch 89 Euro. Es gibt ihn zwar leider nicht in allen Shops im Internet zu kaufen, nur in einigen, da müsst ihr euch mal genauer umgucken, zum Beispiel bei bestmusic.de oder, ja, da hatte ich ihn, glaube ich, damals gekauft, also müsst ihr euch mal etwas genauer schlau drüber machen, falls ihr euch für das Gerät auch interessiert. Ist auf jeden Fall ein toller Effekt, da es halt komplett aus Metall ist, auch sehr robust, ist halt auch sehr schön verarbeitet, man bleibt nirgendwo an irgendwelchen Kanten, die Schrauben sind gut eingefasst. Und ja, ansonsten war es das eigentlich, wie gesagt. Falls ihr noch Fragen zum Gerät oder zum Videotest allgemein habt, könnt ihr das natürlich unten in den Kommentaren posten, und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen, und falls ihr uns auch noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch noch, da oben ist irgendwo der Button, wo ihr das tun könnt, könnt ihr das natürlich auch noch machen, und da sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video von uns wieder. Bis dahin, practice and enjoy!